Ja, mein Name ist Andreas Braun von der Feuerwehr Wesselingen. Wir sind alarmiert worden zu einem Verkehrsunfall. Erstmalig auf die Autobahn Richtung Wesseling, also zwischen Gohldorf und Wesseling. Da hieß es Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen. Kurz vor ist der Rettungsdienst von uns alarmiert worden für einen Verkehrsunfall Richtung Bornheim. Also die Kräfte von Wesseling sind erst auf die Autobahn gefahren, einmal bis nach Gohldorf zurück. Dort nichts gefunden. Dann wurde sehr schnell klar, dass das wohl auf dieser L192 Richtung Bornheim ist. Bei Eintreffen war die Feuerwehr Bornheim schon vor Ort, da das hier genau auf der Stadtgrenze Bornheim-Rhein-Sieg-Kreis Wesseling ist. Ja, bei Eintreffen stellte sich raus, Verkehrsunfall, drei PKWs. In zwei Fahrzeugen war jeweils eine Person eingeklemmt. In einem anderen Fahrzeug waren drei Leichtverletzte bzw. ein Mittelschwerverletzter. Bei der letzten Person hat es etwas länger gedauert bzw. fast eine Stunde. Er war schwerst eingeklemmt im Fußraum und im Armbereich. Der PKW musste erst gesichert werden, gedreht und die Rettung hat aber eigentlich die ganze Zeit gut funktioniert. Die Patienten wurden durch die Notärzte betreut, stabilisiert und die Einsatzstelle wird jetzt von der Polizei übernommen. Und wie viele Kräfte und welche Kräfte waren dann hier vor Ort? Ja, es waren jetzt die Kräfte von Bornheim hier, da habe ich jetzt noch keine genaue Übersicht. Die Kräfte von Wesseling waren mit ca. 20 Personen vor Ort, mit den Einheiten Löschzug Berzow und der hauptamtlichen Wache. Berzow halt, weil die alarmiert waren, weil das eigentlich ursächlich Gebiet Autobahn Berzow war. Ja. Das waren das. Wir hatten 5 Rettungsfahrzeuge hier, 3 Notärzte zwischenzeitlich, die die Patienten versorgt haben.